Jungfrau, Hallihallo, Monatslegung Januar 2024 steht auch bereits für dich vor der Türe, okay? Jungfrau, die Jahreslegung 24 habe ich bereits hochgefahren, schau sie dir an, falls du noch nicht gesehen hast. Private Legung, zielorientierte Therapie, Notfall-Express-Legungen für am gleichen Tag. Wenn du einen Notfall hast, schreib mich an, dann kriegst du noch eine halbe Stunde, wo ich dich dazwischen schiebe, okay? Jetzt konzentrieren wir uns auf die ältere Generation, auf den Monat Januar. Kommunikation ist der Schlüssel. Es kann sein, dass du vielleicht die Antwort erwartest, im Hier und im Jetzt schon, ja, über Januar, welche Entscheidung du treffen darfst. Es kann sein, dass du mit einem Zwilling dedierst, aber diese Karte beinhaltet mehr den Zwiespalt der Jungfrau, ja. Gehen, bleiben, machen, nicht machen, sagen, nicht sagen. Hier geht es vor allem, die Kommunikation ist der Schlüssel im Januar, ist die Antwort auf der Blick nach innen. Es ist Zeit zu heilen. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Finde ein bisschen mehr Ruhe jetzt noch im Dezember, um nachzudenken. Welche Schritte möchtest du gehen? Wo möchtest du leben? Wie möchtest du leben? Ja? Welche Zeit möchtest du mit welchen Menschen verbringen? Welche Chancen möchtest du? Welche Herausforderungen im Leben hast du dich nicht schon gestellt oder stellst du dich gerade? Die Antwort im Januar heißt, die Reserve aus dir herauszulocken oder die Reservequellen in dir noch ein bisschen anzukurbeln. Nimm dir mehr Zeit und Spielraum für dich, damit die richtige Kommunikation, die richtige Antwort, die richtige Lösung, den richtigen Weg dir aufzeigen können. Mega Botschaft bereits jetzt schon für unsere Jungfraugeborenen. Ja? Mache nichts aus dem Ego, sondern nur aus der richtigen Energie heraus. Du wirst im Monat Januar einen Zyklus schließen können mit einem Stier, mit einer Jungfrau, mit einem Steinbock, mit deinen eigenen Zweifeln, einen wunderschönen Zyklus der Finanzen, ja, einen wunderschönen Zyklus der Harmonie, der Sicherheit, der Stabilität, alte Nachrichten, alte Gewohnheiten, alte Denkmuster, alles was aus der Vergangenheit rührt, kann zurückgelassen werden im Monat Januar. Es wird dir ein bisschen schwer fallen, ja, du wirst ein bisschen Herzschmerz haben, abgeschlagen, traurig, Nostalgie, Sehnsucht, weil du dich von einem Menschen trennst, weil du einen Entschluss triffst, weil du gekündigt wirst vielleicht, okay? Das heißt, ein bisschen Schmerz wird dabei sein, aber nehme dir die Zeit für dich, nehme dir die Zeit, die richtige Eingebung zu spüren, nehme dir die Zeit, den richtigen Zufluchtsort zu fühlen oder zu finden, nehme dir Zeit für deine Gefühle. Januar möchte dir eigentlich nur zeigen, wie wertvoll du bist, ja, wie sinnlich du bist, wie leidenschaftlich du bist, aber auch, wie chaotisch du manchmal sein kannst, weil du nicht entscheiden kannst zwischen zwei Menschen, zwei Wegen, zwei Situationen oder was auch immer. Am 2. haben wir eine Zerrissenheit, am 9. haben wir ein Chaos, einen Arztbesuch, einen Zusammenbruch, eine Erleichterung, die dir Schmerzen bereitet, durch jemand aus der Vergangenheit, durch Zurücklassen etwas aus der Vergangenheit. Aber dann kommt wieder der Aufschwung, ja, und die Antwort heißt, die richtige Lösung wird immer dann kommen, wenn du nach innen blickst, okay, die Ruhe und Zeit gibst, mit Menschen redest, mit Situationen umgehst, um die Realität ins Auge zu gucken. Und hier haben wir schon die Kommunikation wieder, den Mittelweg, ja. Wir haben das Toxische, was du zurücklässt. Wir haben die Wut, die mentale Seite. Es wird ein Gewissenskonflikt kommen können, aber du wirst zurücklassen, was dich nicht wertschätzt. Du wirst zurücklassen, was dich nicht weiterbringt. Du wirst zurücklassen, alles das, was nicht gesund ist für dich. Ja, Finanzen mache ich mir keine Sorgen. Arbeit mache ich mir auch keine Sorgen. Spiritueller Wachstum wird kommen. Eine Reise wird bevorstehen. Ja, eine Dreieckskiste kommt an die Luft. Eine Traurigkeit wird schwinden. Eine Genesung kommt rein. Jungfrau bringt sich wieder ins Spiel des Lebens zurück, okay? Weil du einfach sagst, bis hierhin und nicht weiter. Ich verdiene viel mehr und das wirst du dir auch holen, ja? Also es kommt viel Klarheit rein, viel Erneuerungen, viel Anerkennung, Wertschätzung, viel Freude in dein Leben, auch wenn ein kleiner Schmerz damit zusammenhängt. Die Liebe für die Singles, alleinerziehende Dreieckskisten. Es kommt was Neues, es kommt was Schönes, es kommt auch eine Veränderung in einer Dreieckskiste rein, ja, aber die Dreieckskiste muss auch ehrlich gestehen, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, es immer rauszuzögern, sondern irgendwann muss eine Klarheit reinkommen, bleiben wir zusammen oder nicht. Partnerschaften haben Trennungen vor sich, Partnerschaften können sich wiederfinden, ja, aber Partnerschaften brauchen gerade im Monat Dezember, Januar Abstand voneinander, um dann zu schauen. Eine Liebesbotschaft kommt auf dich zu. Wir werden eine renovierte
leidenschaftliche, sinnliche, spirituelle, also wirklich liebenswerte Jungfrau wieder haben in dem Moment, wo Jungfrau wirklich sich mit sich selber verbindet und alles zurücklässt, die Kraft wiederfindet, und dann werden sich die Thematiken klären. Denk dran, schreib mich an, damit ich dir mehr sagen kann in deiner privaten Legung, okay, in einer zielorientierten Therapie, die 2 Stunden dauert. Aber lass es dir gesagt sein, im Januar werden wir trotz alledem nochmal ein bisschen tiefer reingucken, Jungfrau. Ja, das ist einfach jetzt, weil die Karten schreien danach, unseren Energien etwas mitzuteilen. Jungfrau, kleine Schritte führen zum Erfolg. Kleine Schritte bringen dich wieder zurück ins Leben oder lassen dich weiterschreiten, okay, im Leben. Du wirst auf jeden Fall Hilfe bekommen. Du bist wie der Ave Phönix, der immer aus der Asche erwacht, Jungfrau. Lass dich also nicht unterbuttern, weder von dir noch von der Außenwelt oder von irgendwelchen negativen Gedanken. Der Kopf raus, Herz raus, und das, was übrig bleibt, bist du real, und nimm dir Zeit und Spielraum, mehr in deinem Inneren zu wuseln als im Außen, und dann wirst du sehen, wie die Flügel dir wachsen und die Türen sich öffnen, genau zu dem Weg, wo du hingehörst. Von mir aus alles Liebe, Jungfrau, und wir hören uns. Bye.